Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu meinen Food Champions Belohnungen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es mal wieder Gold 3 geworden. Ihr wisst Bescheid, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich niemals höher spielen, weil es sich meiner Meinung nach einfach nicht lohnt. Und ich muss sagen, dieses Wochenende ist es fast sogar knapp geworden, nachdem ich am Freitag 11 zu 5, meine ich, war es, stand. Ja, stand es dann Samstagabend 11 zu 12, heißt, ich habe 7 Niederlagen in Folge geholt. Ich habe mich unfassbar aufgeregt und ich glaube, wenn man sich beim FIFA-Spielen unfassbar aufregt, macht es auch einfach keinen Sinn mehr weiter zu spielen, weil man einfach alles verliert, egal wie gut oder schlecht der Gegner ist. Hab dann also auch aufgehört, Sonntag weitergespielt, mit guter Laune würde ich mal sagen, und auch direkt ziemlich schnell die 3, ja, für Gold 3 noch fehlenden Siege geholt. War am Ende des Tages ganz zufrieden damit. Bin jetzt gespannt auf die Belohnungen. Das dieswöchige Team of the Week finde ich gar nicht mal so geil. Würd aber ganz gerne einen Goretzka mitnehmen, schon allein wegen der Bundesliga-Aufgabe, beziehungsweise, oh, das war mein Handy, sorry dafür. Wegen der Bundesliga Meilensteinaufgabe. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach direkt mal. Ja, wie erwartet, nichts Besonderes dabei. Nehmen wir den Kollegen einfach mal mit und hoffen noch ein kleines bisschen, dass der zweite Player-Pick gönnt. Aber wie ihr seht, ist diese Hoffnung auch relativ schnell in heißer Luft aufgegangen. Ja, Player-Picks wie immer belastend, aber okay, wir sammeln einfach mal für ein 86-Plus-Upgrade und hoffen, dass da irgendwann mal was Gutes bei sein wird. Jetzt würde ich sagen, qualifizieren wir uns direkt mal für die kommende Weekend League. Ich empfehle euch, das auch schon mal jetzt zu machen, bevor ihr es vergisst und ja, nichts mit eurer Zeit am Wochenende anzufangen wisst. Die Division Rivals Belohnung holen wir auch noch eben ab, damit wir mehr Packs haben. Hier natürlich die untauschbare Packs genommen, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, die untauschbaren gönnen etwas mehr, wobei das eigentlich auch schon nicht mehr so ist. Aber es macht natürlich Bock, mehr Packs zu öffnen, Freunde. Ja, aber mal so ein Real Talk am Rande. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr wirklich am Wochenende die 30 Weekend League Spiele macht und welchen Rang ihr so im Schnitt erreicht, beziehungsweise ob es sich lohnt und ihr was Gutes in den Packs habt. Weil ich empfehle euch ganz ehrlich, spielt von mir aus so wie ich bis Gold 3. Und dann verschenkt einfach die restlichen Siege oder spielt nicht weiter. Weil ich finde einfach, es lohnt sich nicht, da sein ganzes Wochenende mit zu verschwenden. Macht lieber was mit Freunden, macht was mit eurer Freundin, wie auch immer. Aber spielt nicht das ganze Wochenende Weekend League, um dann ja euch einen guten Rang zu erschwitzen. Und am Donnerstag werdet ihr wie immer von EA hochgenommen. Und es lohnt sich einfach nicht. Das ist einfach das Ganze nicht wert, wie ich finde. Aber jedem auch das Seine, wenn jemand sagt, er hat Bock auf die 30 Spiele, soll er es natürlich auch gerne machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber wie ihr sehen könnt, bringen die Packs bisher auch nichts. Wobei es natürlich auch erst die gemischten Spielersets sind, mit denen ich hier anfange. Da ist ja in der Regel sowieso nichts drin. So, jetzt höre ich einfach mal kurz auf zu quatschen. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bisher nicht mal ein Schlitz dabei gewesen. Es ist einfach wieder wie jede Woche. Wie jede Woche ist es. So, jetzt haben wir gleich die Schmutzpacks durch und dann dürfte eigentlich mal was dabei sein. Starten wir rein mit dem ersten Megapack. Jetzt aber komm, EA. Ah, er fährt zumindest schon mal in die Arena, leider kein Walkout, aber immerhin ein 85er Fernandes. Den können wir auf jeden Fall ja nicht gut gebrauchen, aber man kann ihn gebrauchen für die Ben Yedder SBC, die ich auf jeden Fall noch machen möchte.
Der Kollege ist ganz schön teuer. Ich glaube, er kostet 700.000 Münzen laut Footbin. Aber ja, ich habe den 85er Inform von Benier dann eine Zeit lang gespielt und muss sagen, er war einfach eine richtige Granate. Also der hat so rasiert bei mir, auch in der Weekend League. Ich freue mich richtig auf den POTM Benier da. Und mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr den Kollegen auch schon gemacht habt. Da hat ja ihr auch den ein oder anderen Fail rausgehauen, wo das, ich glaube, 85er oder 86er SBC-Dingsbums da mit 80er Rating abzuschließen war. Habe ich auch gemacht. Hab natürlich dann meine Karten, die ich da eingesetzt habe, wiederbekommen. Ihr hättet es ganz rückgängig gemacht. Da waren sie auf einmal dann mal schnell unterwegs. Muss ich sagen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Wenn die Food Champions Belohnungen falsch sind und da Goldspieler in den Player Pick sind, dauert das 4, 5, 6 Tage oder wie auch immer, wie lange das gedauert hat. Wenn man Upgrade Packs macht, da gab es ja auch diese SBC, dann stehen da irgendwelche chinesischen Zeichen drüber, was nicht ja gefixt wird. Aber wenn dann mal so ein Fail da ist, was sie, ey, ja, man kann schon sagen, im Zweifel Geld kostet, dann wird es innerhalb von 20 Minuten behoben und das verstehe ich einfach nicht. Anstatt dass EA sagt, ja komm, die, die jetzt um 19 Uhr direkt die SBC abgecheckt haben, hatten einfach mal Glück und haben da ein paar Coins gespart, aber nein, EA muss es natürlich wieder den fleißigen Zockern versauen. Aber okay, so kennt man sie halt. Ja, bis jetzt war sonst auch nichts mehr dabei. 3 Packs haben wir noch am Start, Freunde. Ich bin gespannt. Wieder kein Workout, aber ein 83er, der reingeht. Türkei, das kann eigentlich nichts sein. Ja, zumindest schon mal ein Inform. Sogar tradable heißt, 10.000 Coins haben wir uns hier schon mal verdient, was gar nicht mal so schlecht ist. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, nehmen wir gerne mit. Ein paar Duplikate mit dabei. 83, ja, ist auch okay. Die packen wir einfach mal auf die Transferliste und den Kollegen stoßen wir ab. So. 2 Jumbo Premium Goldspieler setzt. Da habe ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung drin. Nicht mal ein Brett. Na gut. Leben ist hart, ne? Boah, der stärkste ist ein 80er Kollege. Ah ne, hier. Unter den Duplikaten. Untauschbar. Ah, warte mal. Vielleicht haben wir sie ja noch in Tausch beim Verein und können hier noch den ein oder anderen Coin mitnehmen. Ist natürlich etwas zeitintensiv. Sorry an der Stelle dafür. Lohnt sich auch gar nicht. Ah, 300 Münzen. Alles klar, nehmen wir mit. So, letztes Pack, Freunde. Jetzt darf ruhig noch mal was kommen. Let's go. Ist schon mal ein Walkout. Brasilien. Ah, Mittelstürmer. Der gute Roberto Firmino. Von Liverpool. In untauschbar. 86er Rating. Ist in Ordnung. Können wir für die SBC benutzen, für die Benjeda SBC. Wobei ich mir da auch schon fast denke, dass ich den als Sub auf die Bank setze. Weil Firmino an sich ist nicht verkehrt, wie ich finde. Den kann man auf jeden Fall, ach, sogar noch ein Inform mit am Start. Ist okay das Pack. Da kann man sich nicht beschweren, warum nicht immer so. Ja, Rewards waren, wie soll ich sagen, für Gold 3 war es in Ordnung. Wir haben ein paar Coins gemacht, wir haben einen 85er, einen 86er Walkout gehabt. Kann man sich nicht beschweren, es geht auf jeden Fall schlechter, besser geht es sowieso, aber Freunde, ihr wisst Bescheid, man kann auch einfach in den Belohnungen gar nichts haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Glück hattet mit euren Packs, mit euren Player-Picks. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr ein Abo dalasst, natürlich ist das Ganze kostenlos. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ich wieder am Wochenende Gold 3 geholt habe. Und wir hoffen natürlich dann, wie jedes Mal, dass die Rewards etwas mehr gönnen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg in der Weekend League. Denkt an meine Worte und ciao.